Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch wieder eine Schnipselparty mitgebracht. Das heißt, jede Menge kleine Schnipselchen, die übergeblieben sind und keine ganzen Videos werden können. Aber es sind doch einige interessante Sachen immer mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen kleinen Schnipseln heute. Ja, ich bin Patrick Weiss, Account Manager von der Handelsplattform MT4. Handelsplattform MT4? Ja. Wie kann man auf MT4 eine Handelsplattform haben? MT4 ist doch MetaTrader 4, oder nicht? Ja, MetaTrader 4 natürlich. Ja, aber MT4 ist doch keine Handelsplattform. Das ist MetaTrader 4, bitte. Was? Also MetaTrader 4 und... Ja, MetaTrader 4, richtig. Aber wie kann MetaTrader 4 eine Handelsplattform sein? MetaTrader 4 ist ein Programm. Welches Programm? Ja, MetaTrader 4 ist ein Programm. Also, MetaTrader 4 ist ein Programm. Ja. Kein Programm, sagen Sie. Aber bei Ihnen ist es auch so unfassbar laut, man versteht Sie gar nicht. Also, wir haben unsere Webseite und unsere Webseite. Ja, ich verstehe nicht. Könnten Sie mal bitte eine angenehme Telefonatmosphäre schaffen, weil das ist irgendwie, die Kommunikation funktioniert so nicht. Okay, also, kann ich fragen, ob Sie WhatsApp oder... Ich verstehe kein Wort. Es ist so dermaßen laut bei Ihnen im Hintergrund, dass man Sie gar nicht raushören kann. Okay, haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer? Ich verstehe gar nicht, was Sie von mir wollen. Sie müssen irgendwas machen, damit der Hintergrund leise wird. Der Hintergrund ist lauter als Sie selbst. Okay, also. Sie haben eine E-Mail, kann ich... Das hat sich nichts getan, ich höre Sie nicht. Ich höre nur, dass Sie was sagen, ich kann aber nicht verstehen, was Sie sagen, weil der Hintergrund ist viel, viel lauter als Sie. Also, ich werde per E-Mail schicken, oder? Ich kann nicht raushören, was Sie sagen. Kriegen Sie das mal da mit Ihrem Telefon irgendwie in den Griff, weil ich kann Sie nicht verstehen. Okay. Der Hintergrund ist wahnsinnig laut. Ich kann nicht raushören, was Sie sagen. Okay, ich probiere nochmal. Jo. Okay, schönen Tag. Was? Jo. Die Telefonqualität hier in diesem Callcenter, die war wirklich herzallerliebst. Also ich konnte den Mitarbeiter in der Tat kein Stück verstehen. Der Hintergrund war einfach unfassbar laut. Man konnte überhaupt nichts raushören, was der Mitarbeiter eigentlich gesagt hat. Hier in der Aufnahme geht es so einigermaßen. So ein kleines bisschen hört man denn doch schon mehr, aber man merkt schon, er ist ziemlich leise und der Hintergrund hat eigentlich die gleiche gleiche Lautstärke wie er selbst. Da konnte man tatsächlich qualitativ eigentlich nichts mehr machen. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Claudius? Und der Nachname? Mein Name ist Luca. Und der Nachname? Weiß ich nicht. Steht hier Claudius. Was? Also... Ihr Nachname ist irgendwie nur Buchstaben. Weiß ich nicht, was das heißt. Ja, so wie es da steht. Da steht Bad Abdulin. Ja, auf jeden Fall. Ich rufe Sie von Coinsbanking Handelsplattform. Mein Name ist Lukas. Sie haben sich angemeldet. Stimmt das? Weiß ich nicht. Von wem rufen Sie aus an? Von Coinsbanking Handelsplattform. Coinsbanking. Genau. Also ist das eine Bank oder was? Nein, das ist eine Finanzhandelsplattform. Ach so, weil die Banking gesagt haben. Bei Ihnen hat es geklingelt im Hintergrund. Ist einer an der Tür. Gehen Sie ruhig erstmal an die Tür, ich warte so lange. Nein, ist okay. Haben Sie Interesse über Online-Traden, Herr? Was ist das? Genau. Der Typ fragt mich, ob ich Interesse am Online-Trading habe. Herr? Naja, und ich frage ihn, warum, was ist das? Und ja, da beendet man dann das Gespräch. Ja. Also, was das für ein Anruf ist, ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Hallo? Ja, was ist denn los? Vergiss du, Hurensohn. Jo. Was machst du, Missgeburt? Hassen. Wenn nicht deine Mutter siege, wie macht die?
So macht ihr, oder? Du bist ganz schön primitiv, kann das sein? Kein Problem, das ist also deine Meinung, wenn ich so rede, weil du redest mit mir, so ich rede mit dir. Mhm. Wenn du vernünftig redest, dann rede ich auch vernünftig, nur und so. Mhm. Genau. Verstehst du? Wenn ich fragen darf, hast du jetzt etwas herausgefunden, Herr Katze? Mhm. Was hast du herausgefunden, wenn ich fragen darf? Tja, das hättest du gerne, ne? Werde ich dir bestimmt nicht verraten. Sag's doch, weil ich bin gespannt, Mann, was du herausgefunden hast. Mhm. Was hast du gefunden, wenn ich dran darf? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Okay, du oder so. Alles Gute, Mann. Mhm. Er redet mit mir vernünftig, wenn ich mit ihm vernünftig rede. Was habe ich da jetzt nicht ganz mitbekommen? Tja, ist mir ein Rätsel. Mir ist sowieso ein Rätsel, dass die Betrüger immer dann nochmal, quasi privat, nochmal anrufen. Ich meine, wenn man nun schon mal einen Betrug durchziehen möchte, dann versucht man doch irgendwie an irgendeiner Stelle seriös zu wirken. Naja, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Betrüger gar nicht erst versuchen, irgendwie ansatzweise seriös zu wirken. Tja, ich weiß nicht, was die Leute, was bei denen wirklich immer wieder falsch läuft. Und vor allem weiß ich nicht, warum die ständig irgendwie auf alte Damen stehen und solche Geschichten. Und, naja, komischerweise, wenn man die beleidigt, finden sie es ja auch nicht so toll, ne? Und die empfinden ja schon das Wort Betrüger als Beleidigung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, alles, was die hier so am Telefon von sich lassen, ist schon ein bisschen on top, ne? Also letztendlich, weiß ich nicht. Und die wollen von euch 250 Glocken haben und da sollt ihr euer Geld einzahlen. Naja, kann man immer nur wieder sagen, Finger weg von solchen Unternehmen. Schönen guten Tag, mein Name ist Max Hoff, ich rufe an im Auftrag der Hannoverschen Läden. Spreche ich denn da mit Herrn Gerold Stein? Ja, von wo aus rufen Sie an? Im Auftrag der Hannoverschen Läden, dem Versicherer. Mhm. Ich habe hier Daten vorliegen, dass Sie sich zwecks einer Sterbegeldversicherung interessiert haben und aus dem Grund melde ich denn mal mich mal heute. Und haben Sie denn in dem Bereich schon Vorsorge betrieben, wollte ich mal fragen? Nö. Haben Sie noch nicht? Soll ich Ihnen da gerne mal ein paar Daten durchgeben? Nö. Warum denn nicht? Wollen Sie nicht selbstbestimmt vorsorgen? Ja, was gibt Ihnen das Recht, mich anzurufen? Sie haben da irgendwann mal bei einer Umfrage oder bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Und das gibt Ihnen dann nicht das Recht, mich anzurufen. Sie brauchen in Deutschland ein Double Opt-in. Sie machen sich gerade strafbar mit Kaltakquise. Ich mache mich nicht strafbar. Ach, da brauchen Sie sich gar nicht rausreden. Sie rufen illegal an. Also, ich hab Jura studiert, tatsächlich ein paar Semester lang. Ach, das ist Blödsinn. Sie haben kein Jura studiert. Lügen Sie mich nicht an. Sie sind einfach nur ein Volltrottel, der mich hier illegal anruft. Da brauchen Sie mir keinen Scheiß erzählen. Sie müssen sich die AGBs durchlesen, bevor Sie irgendwelche... Sowas kann gar nicht in AGBs stehen. Sag mal, sind Sie doch komplett behindert eigentlich? Das kann gar nicht in AGBs stehen. Sie müssen jetzt auch nicht gleich ausfallend werden, Herr Stein. Ich werde so, wie Sie es verdient haben. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Ist ja ekelhaft, was Sie hier machen. Ja, suchen Sie sich mal einen anständigen Bildungsgrad, würde ich dann mal sagen. Ich muss mich hier nicht beleidigen lassen von Ihnen, es ist alles in Ordnung. Ich habe einfach nur angerufen, weil Sie... Ja, Sie lügen mich ja an, das ist ebenfalls Beleidigung. Doch, Sie lügen mich an. Erzählen Sie keinen Scheiß, Sie haben kein Jura studiert, sonst würden Sie nicht in so einem ekelhaften Callcenter vergammeln. Erzählen Sie mir noch nicht so einen behinderten Blödsinn. Ich habe das 4 Jahre lang studiert, tatsächlich. Ja, genau, und dann waren Sie zu blöd, keinen richtigen Anwalt zu machen, oder was? Oh Gott, Sie müssen viele Probleme haben, das tut mir echt leid für Sie. Ja, ich glaube, Sie haben ein Problem, sonst würden Sie ja nicht so einen scheiß Job machen. Sie müssen jetzt nicht ausfallend werden. Also gut, Sie haben hier Ihre Daten angegeben, deswegen habe ich Sie angegeben. Ich habe nirgendwo meine Daten angegeben und Sie rufen mich illegal an. Sie brauchen gar nicht so einen Scheiß erzählen. Ich rufe mich illegal an. Sie rufen illegal an. Diskutieren Sie doch gar nicht mit mir. Sagen Sie mal, sind Sie blöd? Ich glaube, bei Ihnen fehlt irgendwas im Gehirn, kann es sein? Oh Gott, Sie sind herzallerliebst. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch alles Gute. Ja, das wünsche ich Ihnen auf keinen Fall. Ja, also bei dem fallen mir wirklich kaum noch Worte ein. Ich meine, erstmal schön, dass mal ein deutscher Betrüger anruft. Das ist ja tatsächlich selten. Aber alles, was er hier erzählt hat, ist von vorne bis hinten einfach nur absoluter Müll. Und ja, 100% alles nur gelogen. Denn er hat 100% kein Jura studiert, sonst würde er nicht in so einem Callcenter arbeiten.
Und dann wüsste er auch, dass das, was er da tut, eindeutig strafbar ist. Bandenmäßiger Betrug. Wenigstens Kaltakquise. Denn das, was er da macht, ja, ist nichts anderes als Kaltakquise. Und das ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt. Naja, aber er scheint es ja auch lustig zu finden. Und wenn er Jura studiert hätte, dann wüsste er auch aus dem FF, dass so ein Double Opt-in auf keinen Fall irgendwo in den AGBs oder meinetwegen auch in den Datenschutzbestimmungen versteckt sein darf. Ein Double Opt-in, das muss man manuell gesondert machen. Quasi der dritte Punkt, den man da anklicken müsste. Tja, und eine Sammelfreigabe, so wie er es ja hier quasi auch schon übermittelt oder vermittelt hat, dass ich mal irgendwo irgendwas mitgemacht habe. Das gibt ihm nicht das Recht, mich anzurufen. Auf gar keinen Fall. Also da ist die deutsche Rechtslage ganz eindeutig. Er darf mich nicht anrufen. Er tut's trotzdem und findet das Ganze dem Anschein nach ja auch noch witzig. Naja, zumindest hat der Typ hier etwas gebildeter geklungen als der Rest am Telefon. Aber da ich hier gleich am Anfang so dämlich belogen wurde, da ist tatsächlich gleich bei mir eine Sicherung durchgebrannt. Kommt auch manchmal darauf an, um welche Uhrzeit man mich aus dem Bett schmeißt. Ich hätte gerne mit Herrn Gerold Steiner gesprochen. Ist vom Apparat. Mein Name ist Markus Kusch, ich rufe Sie an von Blockchain Finanzabteilung. Herr Steiner, Sie haben bei uns ein Guthaben erworben, das ist 0,27 Bitcoins. Oder 15.000 Euro zurzeit. Habe ich bei Ihnen auf dem Konto? Ja. Ach. Am Blockchain, das ist eine Kryptotasche, so. Ja, und woher kommt das Geld? Von Binance. Von wem? Binance. Ach so. Ja, und wie kommt das zustande? Meine Aufgabe ist nur, Ihnen zu helfen, die Summe zu bekommen, so. Ich arbeite nur mit den Überweisungen. Dann mal her damit, die ganze Information habe ich nicht. Ich kann Ihnen alles sagen, wenn Sie jetzt sogar zum Internet haben. Ja. Und scheiße, bei unserer Arbeit benutzen wir das Programm Anidesk für die Verbindung und für dieses Chat mit Ihnen. Ach, Sie meinen das Programm, was die ganzen Betrüger verwenden? Anidesk ist für Betrüger, ja? Ja, meistens nutzen es ja Betrüger, um dann meinen Bildschirm schwarz zu schalten und an meine Daten vom Rechner zu kommen, ja. Unmöglich. Alles, was wir machen, wir geben Ihnen den direkten Link zur Kryptotasche mit diesem Geld. Alles andere machen Sie selbst. Mit unserer Hilfe, ja natürlich, aber mit Sie können wir nichts machen. Wenn Sie etwas falsch sehen, können Sie das Programm ausschalten und das war's. Ich habe mal eine andere Frage. Glaubt ihr den Scheiß als Betrüger eigentlich selbst oder lest ihr das bloß ab und nehmt es so hin? Alles sagte. Sie sitzen da ohne Geld. Das macht doch gar keinen Sinn, was ihr da so erzählt am Telefon. Das ist ja nicht mal logisch. Vor allem, wo soll denn das Geld herkommen, wenn ich nicht mal was eingezahlt habe, ne? Das ist ja noch interessanter. So, ist da jetzt noch einer dran, oder? Hallo, Betrüger. Hallo, hallo. Sehr geehrter Herr Betrüger, sind Sie noch am Apparat? Oder musst du da jetzt irgendwie erst wieder deinen Vorarbeiter fragen? Naja, dann blockier lang halt weiter deine Leitung. Ich leg das Telefon an der Seite. Tja, selbst auflegen tun die Betrüger selten. Zumindest, sie tun's dann schon immer irgendwann, aber naja. So als erstes auflegen mögen sie irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in deren Mitarbeiterbewertungen negativ gewertet wird. Ich hab da keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ultra unseriös. Ich meine, der ruft mich ja an, meint, ich hätte bei Binance, ich habe ja bei Binance tatsächlich ein Konto, da erzählt er mir also, ich habe da Gewinne. Aha. Und woher weiß er davon bitte? Also von Binance hat der Typ mich hier 100% nicht angerufen. Denn Binance macht solche Anrufe meines Wissens nach nicht. Auch wenn Binance vielleicht mal bei der BaFin aufgefallen ist. Ja gut, aber das tun andere Unternehmen auch, die da hin und wieder mal irgendwo mal was Kleines falsch gemacht haben. Ist nicht zwangsläufig immer gleich die Schuld vom ganzen Unternehmen. Naja, auf jeden Fall können wir hier sicher sein, Binance hat diesen Anruf nicht getätigt. Und ja, die Frage, woher das Geld auf einmal kommen soll, also wie das zustande kommt, das konnte er mir ja auch nicht beantworten. Und ich denke mal, das hätte er mir ja schon beantworten müssen.
Ich meine, wozu ruft er mich an? Er meint ja sogar, er ist da, um mir zu helfen. Ja, warum hilft er mir denn nicht? Das verstehe ich jedes Mal nicht. Die Typen erzählen einem jedes Mal absoluten Bullshit. Und wenn man sie dann danach fragt, tja, das, was sie einem eigentlich selber anbieten, dann haben sie dazu selber keine Antwort. Das ist jedes Mal immer wieder höchst interessant. Guten Tag, Herr Steiner. Mein Name ist Elidon und ich melde mich an. Sein Name ist Elton und er meldet sich an und legt dann auf. Okay, naja gut, das haben wir hier tatsächlich auch ziemlich oft an der Leitung. Ich habe keine Ahnung, wie sowas jedes Mal zustande kommt, ob die selbst einfach nur ihre Telefonanlage nicht richtig bedienen können oder ob das Callcenter überlastet ist. Tja, im besten Fall steht die Polizei gerade in der Tür, ich weiß es nicht. Hallo, schönen Tag, Herr Stein. Ja, mein Name ist Peter Funk. Bezüglich Bitcoin-Handel an der Börse. Was für ein Ding? Bitcoin-Handel, Börsenhandel. Ja. Ja, Anfang Oktober hatten Sie Interesse dran. Sagen Sie bitte, wie besteht das jetzt damit? Ja, kann sein, aber bei Ihnen ist so laut, man versteht Sie kaum. Ach so, also die Börse. Hier ist immer laut. Das ist ja Musik im Hintergrund und an der Börse läuft ja keine Musik. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, fast gar nicht. Können Sie da mal Ihre technischen Probleme irgendwie in den Griff kriegen? Also, okay. Weil so können wir nicht telefonieren. Okay, wann kann ich später anrufen? Ja, wenn Ihre Leitung funktioniert. Also, okay. Okay, versuche jetzt noch einmal. Tja, wie so oft, das Problem mit der viel zu lauten und nervigen Musik im Hintergrund, gepaart mit schlechten Mikrofonen und einer schlechten Leitung, dazu kommt noch Kakerlakendeutsch und 1000 Leute da im Hintergrund. Und so soll man dann die Betrugsmasche irgendwie durchblicken da am Telefon und überhaupt irgendwas mitbekommen. Ja, und tatsächlich soll man da bei denen auch Geld einzahlen. Unfassbar seriös. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht, aber so wird das auf jeden Fall nix. Also zumindest nix mit uns hier auf dem Kanal. Naja, hören wir mal beim nächsten rein. Und jetzt hören Sie mir gut? Nö, im Hintergrund ist es noch genauso laut wie vorher. Ich kann Sie nicht verstehen. Es ist viel zu viel Krach bei Ihnen und die scheiß Musik nervt. Also, okay, dann versuche ich später noch einmal, ja? Nee, ohne Musik. Ohne Musik wäre das schon machbar. Okay, versuche. Danke, tschüss. Idiot. Ihr könnt euch vorstellen, dass er tatsächlich nicht nochmal angerufen hat ohne Musik. Naja. Auf jeden Fall hat er es hier tatsächlich wirklich noch ein zweites Mal probiert, aber das lag auch einfach nur wieder daran, dass der Typ auf jeden Fall nicht der deutschen Sprache mächtig ist. Denn ich habe ihm ja hier wohl eindringlich gesagt, dass es an der Musik liegt im Hintergrund. Naja, und solange er diese nicht abschaltet und ja diese Lautstärke dort beibehält, na, da braucht sich keiner wundern, dass man die nicht verstehen kann. Can I speak with George? It's Melo Hudson speaking, Gerald from IG Market Group. Ja, kannst du als erstes mal die Musik ausmachen und danach dann gleich in Deutsch reden, weil so verstehen wir dich dann. No Deutsch. Do you speak English, ja, Gerald? Nee, wenn du mich hier anrufst, dann musst du in Deutsch quatschen, weil Englisch wollen wir hier no auf dem YouTube-Kanal nicht. No nein, Deutsch. Kein Deutsch. English? Wir reden hier kein Deutsch. Do you speak English, nein, habe ich doch gerade schon gesagt. Nein, wir reden hier kein Deutsch. Und wenn, dann musst du sowieso... Da war er wieder, der komische, ausländische, nicht-deutsch sprechende Abzocker. Haben wir ja hier auch ziemlich oft schon gehabt und die versuchen es auch tatsächlich munter weiter und immer wieder auf der Leitung hier mich irgendwie auf Englisch oder teilweise sogar auf anderen Sprachen voll zu lutschen. Ich weiß es wirklich nicht, was die sich dabei denken, aber naja, wenn man so versucht, die Leute zu bescheißen, kann man nur Glück haben, wenn dann auch immer wieder solche Leute da anrufen. Denn müsste der Betrug auf jeden Fall nicht zu schaffen sein. Ich hoffe es zumindest. Ja, ich spreche mit Erhai. Was für ein Ding? Alfred Erhai, ich bin richtig bei Ihnen. Katrin Hesser ist mein Name, guten Tag. Ich rufe Sie von internationalem Konsortium der Bankbörsengeschäfte an, bezüglich von Ihrer seitigen Mittentransaktion an der Börse.
Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon angefangen zu handeln? Mhm. Was bedeutet mhm? Unter Ihrem Namen steht eine pendente Transaktion, deswegen Ihre Anmeldung wurde an mich weitergeleitet. Wie weit sind Sie? Aha. Auf welcher Seite denn? Das sehe ich nicht. Sie haben etwas versucht, deswegen sind Sie von unserer Seite kontaktiert. Sie Aha. haben keine offizielle Zulassung am Finanztag und meine Arbeit möchte darin, Ihnen dabei zu helfen. Haben Sie schon 250 investiert, ja? Nö. Ja oder nein? Sagen Sie mir bitte direkt, okay? Na, habe ich Ihnen doch gerade gesagt, mehrfach. Herr Reyes, Sie haben die Interesse geäußert daran, natürlich. Deswegen wurde Ihre Anmeldung an mich weitergeleitet, ja? Aha. Haben Sie eine Erfahrung in diesem Bereich oder nicht? Nö. Okay, möchten Sie handeln oder nicht? Stellt euch wirklich ernsthaft mal vor, eure Bank hätte euch angerufen und da sitzt so ein Mitarbeiter dran und ihr bekommt so eine gequirlte Scheiße durchs Telefon gelutscht und ja, nur weil ihr denn da kein Interesse dran habt, legt man dann einfach auf, ohne sich von euch zu verabschieden. Naja, Ich meine, grundsätzlich ist das ja schon so ein Problem mit den fehlenden Deutschkenntnissen. Und bei ihr hat sich's ja auch wieder besonders abgelesen angehört. Ich weiß nicht, was die sich davon versprechen, aber solche Betrüger, die gibt's halt immer wieder. Die versuchen es wirklich massenweise, genau so auf diese Art und Weise an euer Geld zu kommen. Das Schlimme ist, dass es tatsächlich Menschen gibt, die auf genau sowas eben auch reinfallen. Ja, wir haben diese Frage hier schon ziemlich oft auf dem Kanal gestellt. Wie kommt sowas zustande? Wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie rausfinden, aber tja, das Problem ist, es geht halt. Naja, und genau deswegen machen wir sowas hier. Spreche ich mit Gerald Klabautmann? Mit wem wollen Sie sprechen? Spreche ich mit Gerald Klabautmann? Jo. So, super. Mein Name ist Adam Novak. Ich bin Manager von Swiss Union. Ich sehe, Sie haben Interesse, früher gezeigt, online Geld zu verdienen. Ist es stimmt? Von wem sind Sie Manager? Von Swiss Union. Von Company Swiss Union. Aha. So, und ich sehe, Was ist da bei Ihnen so laut im Hintergrund? Bei mir sehr laut, oder was? Ja. Und jetzt? Ja, immer noch. Und jetzt? Ja, Sie machen bloß Ihr Mikrofon leiser, der Hintergrund ist laut. Das nützt nichts, wenn Sie Ihr Mikrofon leiser machen, dann versteht man Sie noch weniger. Okay. Sie müssen den Hintergrund leiser machen, nicht das Mikrofon im Vordergrund. Ist ja vollkommen dämlich. So, haben Sie Interesse? Ja, an was denn? Man versteht Sie ja nicht. Also, okay. Okay, kleinen Moment bitte. Ja, können Sie da irgendwie mal die Musik ausmachen? Ist ja furchtbar. Nee, das ist das große Büro. Ja, naja, ja, genau. Ja. Deswegen macht man auch die Musik aus. Nee, das ist keine Musik. Das ist das große Büro. Nee, das ist Musik im Hintergrund. Verarsch mich nicht. Nein. Da ist Musik im Hintergrund. Nein. Doch, nein, da ist Musik. Jede Menge Musik. Man hört's doch. Ich bin doch nicht doof. Ich hör's doch klar und deutlich. Das ist das große Büro, nicht Musik. Ich höre, dass da Musik läuft. Verarsch mich nicht. Verkauf mich nicht für blöd, sonst wäre ich sauer. Dann kannst du dir dein Geld sonst wohin schieben. Okay. So, weitergehen. Ja, wir machen weiter, wenn die Musik aus ist. So. Warte mal, kleinen Moment. Ja. Ja, genau, da läuft keine Musik im Hintergrund. Hat sich nur angehört, als würde da eine Dampfwalze irgendwie ja, durchs Büro fahren und die ganze Zeit mit irgendwelchem Techno-Gestampfe. Ich meine, wie gesagt, hier ist es wieder gut rausgefiltert, aber man kann es trotzdem richtig gut hören, dass da auf jeden Fall wieder mal eine richtige schöne Party am Steigen ist. Und von der Lautstärke her wirklich absolut unfassbar, dass der überhaupt das, was ich sage, am Telefon noch verstanden hat. Andersrum war es tatsächlich ein Problem. Und naja, dann legt man halt einfach auf, ohne irgendwie noch was dazu zu sagen. Ist ja ganz normal, kennt man ja nicht anders. Ja, ich meine, wenn euch bei der Bank was stört und ihr sagt es da am Telefon, ja, unterbricht man halt die Leitung, ne? Und mit den Worten, einen kleinen Moment. Mhm, logisch. Naja, aber der Typ hat tatsächlich dann nochmal angerufen. Ja? Ja. So, gut, spreche ich mit Herr Gerard, ja? Das ist Adam Novak telefoniert. Ja, können Sie da mal die Diskothek im Hintergrund abschalten? Welche Diskothek? Ja, bei Ihnen ist es schweinelaut im Hintergrund. Machen Sie das mal aus.
bei mir nicht laufen. Bei Ihnen läuft Musik im Hintergrund. Schalten Sie die mal aus, wenn Sie mit mir reden möchten. Musik. Doch, da ist Musik. Verarschen Sie mich nicht, machen Sie mich nicht sauer. Schalten Sie die Musik aus, dann reden wir. Wenn Sie die nicht ausschalten können, dann reden wir nicht. So, okay, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Arschloch. Ja, und mit sowas bringt man mich dann tatsächlich auch mal zur Weißglut. Ich meine, man kann mich ja sonst wie nennen. Hurensohn ist mir alles egal. Meinetwegen, wenn sie es nötig haben. Aber mich komplett anzulügen und mich für dumm zu verkaufen. Ich meine, ich sitze doch auch am Telefon. Ich höre doch den Scheiß. Und dann erzählt er mir, ne, da läuft keine Musik. Keine Musik im Hintergrund. Das ist alles still da bei ihm, ganz bestimmt. Und was ist denn mit der halben Diskothek, die da an mir vorbeirollt am Telefon und ich fast einen Hörsturz bekomme? Tja. Eigentlich kann man da nur sauer werden. Und naja, das habe ich hier auch, glaube ich, zum Ausdruck gebracht. Naja, aber wir haben noch ein bisschen mehr Material. Guten Tag, hier ist Steiner. Ich bin Antonia Jutzler, personale Kontoberaterin von Flex Capital. Wie heißen Sie? Antonia Lutscher? Antonia, was haben Sie gesagt? Lutscher? Wissen Sie, was bedeutet Lutscher? Weiß ich nicht. Ihr Nachname? Nee, Antonia Jutzler. Jutzler? Oder wie? Jutzler, genau. Jutzler. Jutzler. Und was heißt das für ein Name? Wo kommt der her? Das ist eigentlich ganz egal. Herr Steiner. Ach so. Wenn Sie wollen Handel anfangen, dann werde ich Ihnen dabei helfen, dass Sie Ihr Handelskonto richtig aktivieren. Wollen Sie das? Was ist für ein Handelskonto? Auf welchem sind Sie gerade online? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine den Flex Capital, ja? Sie haben jetzt über den Tesla eine Werbung gesehen und dann haben Sie die Daten gelassen. Ach so, Sie meinen hier die komische, unseriöse Seite, ja. Und von da aus rufen Sie jetzt an, oder wie? Also, wenn Sie möchten, jetzt hier zu spielen, dann gehen Sie im Kindergarten, wirklich, und machen Sie, was Sie machen, weiter, ja? Okay. So, wenn Sie wollen, richtig werden, wenn Sie wollen, Geschäft machen, dann bleiben Sie als Mensch, als Mann und sprechen Sie öffentlich. Haben Sie heute schon ein Geschäft gemacht? Ein großes oder ein kleines? Lutschen Sie Ihre Arsch. Den Arsch lutschen? Wie geht denn das? Natürlich. So viel zum Thema, ich würde ja irgendwie spielen und Kindergarten. Ist ja wahnsinnig interessant. Der einzigste Kindergarten, der kommt komischerweise immer von den Betrügern, denn, naja, ohne dass man die beleidigt hat, beleidigen die einen gleich. Tja, aber daran kann man ganz genau immer sehr, sehr gut erkennen, was das hier für ein Callcenter ist. Also, seriös kann dieses Unternehmen in gar keinem Fall sein, denn wenn die seriös wären, naja, dann würde man halt nicht einfach so die Kunden am Telefon beleidigen und irgendwie plattstampfen. Ne? Also ich meine, was haben die davon? Naja, aber das ist auch so eine Frage, die wir nie verstehen werden. Guten Tag, ich bin Stein. Eva Edmann spricht am Apparat. Ich melde mich an Swiss Bank. Aha. Ich sehe gerade, dass Sie an unserer Webseite online sind und lassen Sie sich Deposit tätigen, ja? Stimmt das? Ja, und wieso rufen Sie da an? Weil, also wegen der Sicherheitsgründe, Sie schaffen es nicht, da reinmachen. Ich bin Ihre Kontomanagerin, ja? Zuerst ist online eine richtige Registration durchführen. Das soll also heißen, ich bin da alleine zu blöd für, oder wie? Bitte? Das soll heißen, ich bin da alleine zu blöd für, oder wie? Nein, das habe ich nicht gemeint. Also Sie sollen zuerst bei der legalen Plattform Verifizierung tätigen und richtige Registration durchführen, ja? Danach ja, aber können Sie eine Deposit tätigen. Ja, aber ich verstehe nicht, warum Sie mich jetzt dazu anrufen. Also unsere Abteilung, also ich bin eine Kontomanagerin, ja, und unsere Arbeit, Abteilung ist die höchste. Also wenn Sie irgendwas falsch eingetreten haben, dann schaffen Sie es nicht. Verstehen Sie? Aha. Ja, aber. Genau. Und wer hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, mich anzurufen?
Sie selbst, also Sie haben also angemeldet an unsere Webseite. Ja, aber weil ich mich bei euch angemeldet habe, habe ich ja jetzt nicht damit bestätigt, dass ihr mich anrufen dürft. Also Herr Stein, ich sehe jetzt fast 10 Minuten, Sie können, also Sie schaffen nicht ein Deposit tätigen, deswegen rufe ich Sie an. Ja, vielleicht will ich das auch gar nicht tätigen. Bitte? Ich sagte, vielleicht will ich das auch gar nicht tätigen. Alles klar, aber haben Sie die Information, welche Leistungen bekommen Sie von unserer Seite? Das steht an unserer Webseite gar nichts, oder? Ja, ne, brauche ich aber auch nicht, weil das, was ich gesehen habe, das sieht schon extrem nach Betrug aus. Okay, okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und viel Glück. Wenn Sie es schaffen nicht, dann melden Sie sich einfach. Nö, ja? Ich hoffe, dass du dir mal einen anständigen Job suchst, wo du die Leute nicht bescheißt. Alles klar, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich dir nicht. Danke. Ja. Trotzdem, ja. Sehr gerne. Ja, bitte. So, geht doch. Also das wäre jetzt mal ein Beispiel für einen seriösen Abgang. Ich meine, wir wissen zwar trotzdem, dass das nichts anderes als ein Betrugsunternehmen ist, weil die Voraussetzungen für den Betrug waren hier ganz klar. Sie ruft auf meiner Nummer an. Also ist es ein Betrüger. Geht gar nicht anders, weil letztendlich habe ich mich nur bei solchen komischen, unseriösen Seiten damit auch angemeldet. Beziehungsweise die Nummer nur in diesem Zusammenhang veröffentlicht, dass man mich nicht anrufen darf. Naja, komischerweise tut man das hier aber jeden Tag und das auch mehrfach. Ja, und alle behaupten, sie sind keine Betrüger. Naja, wo sind denn nur die Betrüger, wenn sie alle keine Betrüger sind? In dem Fall hier hat sie sich aber tatsächlich mal anständig und seriös verhalten. So würde das tatsächlich auch ein seriöses Unternehmen machen. Natürlich hat man nicht immer auf alles eine Antwort, das ist ganz klar. Und auch wenn man jetzt hier als Betrüger hingestellt wird, ja, wüsste ich jetzt vielleicht als Berater am Telefon auch nicht gleich, wie ich da wirklich vernünftig drauf reagieren soll. Ja, aber besser als Hurensohn hat sie es hier auf jeden Fall gemacht. Denn, naja, damit bestätigen die Betrüger ja immer nur, dass sie auch Betrüger sind und man als Kunde recht hat. Denn getroffene Hunde bellen, das kennt man ja so. Hallo, schönen guten Tag, Labimel, wie geht es Ihnen? Ja, wen möchten Sie sprechen? Wie heißen Sie? Labommel ist Name. Aha. Wissen Sie, wieso rufe ich Sie an? Nö. Sie haben gerade eine Anmeldung gemacht, ja? Wen genau möchten Sie sprechen? Michael Labommel. Ja, den ganzen Namen? Labommel, Labimel. Ah ja, okay. Ja. Da sind Sie richtig, ja? Ja, ja. Hallo? Also, was magst du? Hä? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Willst du Geld investieren oder nicht? Na, wäre erstmal schön, wenn Sie mich nicht duzen könnten. Ja, Sie haben eine Anmeldung, dass Sie wollen Geld investieren. Wollen Sie nicht investieren jetzt? Ja, weiß ich nicht. Also, ich verstehe jetzt den Grund des Anrufs nicht so ganz. Ich bin hier Ihnen zu helfen, das Konto zu aktivieren. Und das kann ich nicht alleine? Na, kannst du, aber du bist ein bisschen so wie ein Schwul. Sind Sie bescheuert? Na, ich fick deine Familie. Geh mal weg. Hä? Du Hurensohn. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dir nicht, aber das, ganz gewaltig nicht. Ich steck das auf YouTube. Ich fick deine ganze Familie, du Hurensohn. Genau, so wird's laufen. Deine Kinder, deine Frau, alles, was du hast. Ja. Und findest du das in Ordnung, so als Betrüger in so einem Callcenter zu arbeiten und die Leute zu beleidigen? Ich spieg deine Mutter, deine Familie, alles, was du hast. Dass du kein Benehmen hast und auch keinen Sozialgedanken, das ist auch ganz klar. Was denkst du, dass ich bin, du Hurensohn? Tja, auf jeden Fall denke ich, dass du nicht besonders intelligent sein kannst, weil dann würdest du ein bisschen anders artikulieren als so. Steck das auf YouTube. Ich fick deine Familie, deine Oma, deine Schwester, alles, was du hast, du Hurensohn. Natürlich. Ich meine, du lieferst ja auch das passende Material dazu, dass es sich lohnt, das hochzuladen. Du Schwanzlutscher. Findest du das gut? Schwanzlutscher. Aber ihr da in den ausländischen Callcentern könnt auch immer echt nur die gleichen. Na seht ihr, Leute, wisst ihr ja Bescheid, denn hat er ja super zusammengefasst, also meine Person zusammengefasst. Ist ja, okay, ja. Und das erwartet man so, wenn man einen Anruf von einem Unternehmen bekommt, das Geld von euch haben möchte.
Ne? Also, ja, ich meine, hier war wieder die Vermutung, oder ist logischerweise die Vermutung, der wird vorher schon wieder so ein bisschen gewusst haben, in welche Richtung dieses Gespräch hier irgendwie laufen könnte. Ich habe aber nicht so richtig verstanden, wo jetzt der Punkt ist, dass man Menschen einfach so beleidigt. Ne? Also ich meine, es gibt ja tatsächlich sowas wie einen Sozialgedanken. Und ich glaube, in seinem Land, wo der Typ herkommt, scheint man das wohl irgendwie nicht so zu kennen. Naja, aber ich sag mal, also eigentlich können solche Leute einem nur leid tun, weil die müssen ja wirklich unter den schäbigsten Bedingungen leben, die man so haben kann. Also so stelle ich mir das vor. Der muss morgens schon in seinem Dreck da aufstehen, stolpert vielleicht noch neben der Shisha-Bar über ein paar Schlägertypen und verläuft sich dann in so ein Callcenter, um da so einen Job am Telefon zu machen. Na, herzlichen Glückwunsch. Hallo, schönen guten Tag, hier Steiner. Nina Meier ist am Apparat. Meier. Ja, also, ich meine, wer kennt es nicht? Man fragt nochmal, wie der Name war und dann beendet man die Leitung. Ich meine, ist doch normal im Callcenter, so. Ja, also, nach dem Namen fragen geht nicht. Tag, mit wem spreche ich da bitte? Und hier hat mich tatsächlich jemand angerufen und wollte mir eigentlich nur mal kräftig ins Telefon blasen. Tja. Wer war jetzt hier nochmal der Schwanzlutscher oder so? Oh, das darf man ja, glaube ich, nicht sagen auf YouTube, oder? Na doch, ich habe ja keinen beleidigt. Aber trotzdem, also ich verstehe es nicht. Tja, das zeigt doch wirklich, wo der Kindergarten wirklich sitzt. Nicht auf unserer Seite der Leitung. Und das zeigt auf jeden Fall, die absolute Intelligenz. Leute, in Zukunft ruft ihr alle bei euren Kunden an und pustet einfach mal gehörig in die Leitung. Na, und damit ist dann das Gespräch auch beendet. Hallo? Hallo, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sandra Dieter. Und das war's dann schon wieder. Da war sie ganz schnell wieder weg. Vermutlich, weil sie wohl meinen Namen im System dann gelesen hat. Ja, und dann hatte sie keinen Bock mehr. Aber von diesen kurzen Schnipseln habe ich tatsächlich noch ein paar mitgebracht. Hallo? Ja, hallo? Ja? Ja, ich grüße Sie, Herr Erreitz. Jo. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Kapper. Und da war er wieder, der Wilson. Ich habe euch mal die anderen hier ein bisschen zusammengerückt, da muss ich ja nicht immer was dazu sagen. Hier war tatsächlich der Wilson mal wieder kurz dran, aber auch bei ihm bricht mal die Leitung zusammen. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt noch ein paar Schnipsel. Ja, hallo? Ja, ich grüße Sie, Herr Bernd. Marco Roth, der Apparat. Herzlich willkommen bei Verbraucherritter. Tja. Das war wohl nicht die Verbraucherweste, sondern der Verbraucherritter. Habe ich auch noch nicht so gehört, aber tja, scheint auch wieder einer von den tollen Lotto-Zeitschriftenbetrügern zu sein aus Deutschland, die sich bei mir automatisch gemeldet haben. Leider ist das Gespräch an der Stelle dann tatsächlich gleich schon abgebrochen, sodass ich da mit denen jetzt nicht großartig was erzählen konnte, aber es wird in Zukunft auf jeden Fall auch das ein oder andere Gespräch tatsächlich doch nochmal mit Lotto und Zeitschriften hier auf dem Kanal geben. Da waren schon welche in der Leitung und ich bin da schon am Vorbereiten. Also seid gespannt auf die nächsten Videos. Aber ich habe euch hier tatsächlich noch ein Voicemail-Gespräch mitgebracht. Oder naja, wie man es nennen mag, ein Gespräch ist es in dem Sinne ja nicht, aber naja, hört einfach selbst. 2.533.385 Ihre PIN 3679 zur Bestätigung hier klicken https://www.fonify.me/a.php Fragezeichen 79051991 Sie haben eine Textnachricht von PHONIFY nie erhalten. Die Nachricht lautet: Ihr Mastercard-Voucher 2.533.385 Ihre PIN 3679 zur Bestätigung hier klicken
https://www.fonify.me/a.php Fragezeichen 79051991. Das scheint tatsächlich eine SMS zu sein. Tja, warum die jetzt so bei mir ankommt, weiß ich nicht, weil tatsächlich dieser Anschluss auch SMS-fähig ist. Warum der jetzt so komisch von einem Automaten vorgelesen wird, ist, der Automat ist nicht von meiner Seite. Das heißt, eigentlich ruft ein Server bei mir an, der das vorliest. Oder wie auch immer. Aber wie gesagt, wenn man an meine Telefonnummer hier eine SMS schicken würde, dann würde die einfach als Textnachricht, Schrägstrich oder als Fax einfach hier eingehen. Alles online in dem Postfach, aber ja, das ergibt hier keinen Sinn. Also ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, ich kann nur sagen, dass die auf jeden Fall auch dubios sind. Sonst würden die hier nicht auf der Leitung anrufen. Nun denn, wie dem auch sei. Jede Menge Betrugsversuche hier wieder am Telefon heute. Keins davon hat funktioniert und die meisten waren eigentlich sowieso immer lächerlich. Tja, meistens läuft's ja so. Ich finde es ganz gut, dass sich die Betrüger jedes Mal selber vorführen und eigentlich absolut selbst zum Klops machen. Da muss man gar nicht so viel eigentlich dazu jedes Mal sagen, denn ja, die Beweise, die liefern die ja jedes Mal hier von alleine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann denkt gerne an den Daumen nach oben. Die Daumen nach unten werden ja leider nicht mehr angezeigt, aber bei mir intern noch genauso gewertet. Das heißt, wem die Videos nicht gefallen, das kann ich natürlich trotzdem sehen. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit ja, noch jede Menge mehr Anrufe. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.